Geht das schon lange, kleine Mädchen? Oh, fuck. Don, du hast einen prima Geschmack. Ihr könnt die anderen haben. Jawohl! Ja, Chef! Vielen Dank, Chef! Also gehen wir, meine Schöne. Das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich gewählt werden. Hey Jungs, wir haben Besuch. Wir werden uns gut um euch kümmern. Also haben wir alles unserem Boss Don Corneo zu verdanken. Hehe, einen dreifaches Hof auf Don Corneo. Haha, also meine Damen, sind wir soweit? Lasst mich in Ruhe. Oh, deine Augen glühen geradezu. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das an irgendeinem Punkt. Hey da! Langsam, warum so schnell? Warum bleibt ihr nicht ein bisschen? Wir werden richtig nett zu euch sein. Das war eine tolle Figur. Ist er durchtrainiert? Ja. Wir haben eine ganz tolle Figur. Schöne Frau. Komm schon, Schatz. Hey, mir wird ganz anders. Juhu, willst du tanzen? Ja. Lasst mich doch in Ruhe. Irgendwie war das. Soll ich. Hey, was ist los? Soll ich ein bisschen bei dir sitzen? Nein. Das ist sehr nett, aber nein. Danke. Weil von einem struppigen etwas wie dir will ich nichts wissen. Wow! Ein Mann! Verflixt doch mal, du dachtest, du könntest ihn gestraft davon kommen. Schnappt ihn euch! Prügelt ihn euch! Ich bin gespannt. Gott, wie süß! Mit 5. 12, okay. Bringt euch immer noch nicht viel. Mach mal ein bisschen hin hier. Tja, das war's schon. Ja, wieder ein bisschen Geld. Sehr gut. Ah, jetzt ist da auch Musik. Krr, also los, was ist denn mit euch Nieten? Krr, nun kommt schon! Ich zeig euch, wie es geht. Oh, hab ich Angst. Ihr wollt mich ärgern, stimmt's? Also ich mache garantiert meine brauche meine Limit-Technik nicht an euch Vollidioten auf. Warum darfst du eigentlich zweimal? Das ist unfair. Man muss dann erstmal schnell einen Trank einwerfen. Wieso lebst du noch? Nicht nett. Ich muss keinen trinkenden Trank einwerfen. Yeah. Spasti. So. Objekte. Trank. Na, machen wir zwei. Ich hätte auch. Na egal. So, jetzt müssen wir mal schnell Aeris retten. Cloud! Alles okay?
Natürlich! Wenn du mich nicht ernst nimmst, musst du dafür bezahlen. So, aber schnell mal, bevor wir da reinstürmen, tiefer die Metallfaust geben. Oh ja. Und den Titanreif. So, wir haben nur Schutzmateria. Das ist blöd. So, wo geht's rein? Da hinten, sein Liebesnest. Komm schon. Sei nicht so schüchtern. Ja, ja. Aber denn, Don, können Sie mir zuerst etwas erklären? Natürlich, Liebe, ich werde dir es ganz langsam, Schritt für Schritt erklären. Also komm. Nein, nein, das meinte ich nicht. Nein, halt, warten Sie doch noch ein bisschen. Komm, komm. Oh, ich kann nicht länger warten. Hier kommt Papa. Definitiv. Cloud! Was zum Geier? Ist los? Wer ist da? Entschuldigung, Don. Warum Entschuldigung? Verstehe, was? Halt den Mund! Jetzt stellen wir dir Fragen. Was sollten deine Agenten herausbekommen? Rede, wenn du es uns nicht sagst. Hacke ich sie ab. Nein, bloß nicht, ich werde reden. Ich erzähle euch alles. Also erzähl. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen herausfinden, wo der Mann mit dem Gewehrarm war. So war mein Befehl. Von wem? Nein, wenn ich euch das sagen würde, würden sie mich umbringen. Red schon, wenn du es uns nicht sagst. Reiß ich dir was ab. Was? Es war Heiliger von Shinra, Heiliger der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit. Der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit? Hast du Shinra gesagt? Was haben die vor? Sag schon! Wenn du es uns nicht sagst... Zerschlag ich sie! Das meinst du nicht ernst, nicht wahr? Oh Mann, oh Mann! Immer auch kein Spielchen, weißt du? Shinra versucht, eine kleine Rebellengruppe namens Avalanche niederzuschlagen und will ihr Versteck infiltrieren. Und Shinra, sie wirklich niederschlagen und im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie den Pfeiler der Platte über ihn sprengen. Den Pfeiler sprengen? Weißt du, was passieren wird? Die Platte wird PENG machen und alles wird kaputt gehen. Ich habe gehört, ihr Versteck ist in den Slums von Sektor Nummer 7. Ich bin bloß froh, dass es nicht hier im Sektor 6 ist. Sie wollen die Slums in Sektor 7 zerstören? Cloud, kommst du mit zu Sektor 7? Klar, Tifa. Wir haben Zeit. Na, Augenblick mal! Halt den Mund! Nein, wartet! Es dauert nur eine Sekunde! Was glaubt ihr, wie sich ein Drecksack wie ich fühlt, wenn ihr von Wahrheit redet? Weil du dir deiner Sache sicher bist. Richtig. Oh, fuck. Was machen die Vorbereitungen? Sieht gut aus. Ich habe die Türks damit beauftragt. Präsident! Sollen wir wirklich gegen eine Gruppe aus wenigen Mitgliedern vorgehen? Was ist los, Reef? Willst du aussteigen? Nein! Aber als Leiter der Städteplanung hatte ich mit Bauverwaltung in Midgard zu tun. Deshalb... Reef,
deine persönlichen Probleme sollst du zu Hause lassen. Jetzt habe ich die Stimme versaut, egal. Der Bürgermeister ist ebenfalls dagegen. Bürgermeister? Du meinst diesen Typen, der den ganzen Tag im Gebäude hockt und sich vollstopft? Darf ich mich entschuldigen, Präsident Shinra? Du bist müde. Warum nimmst du dir nicht ein paar Tage Urlaub? Wir zerstören Sektor 7 und berichten, dass Avalanche dahinter steckt. Dann leiten wir die Shinra Inc. eine Rettungsaktion ein. Das ist perfekt. So. Geht's wieder? Ja. Tiefer? Geht's wieder? Mann, das ist furchtbar. Naja, das Schlimmste ist vorbei. Glaube ich nicht. Oder auch nicht. Jetzt wisst ihr auch, warum ich meine Limit-Technik aufgehoben habe. Verdammt. Gleich Blitz. Ach ja, das Geile ist, wenn er diesen Abwasser-Tsunami macht, schadet er sich selber. Das ist total geil. Finde ich total lustig. Und nicht mal wenig. Ah, Blitz bringt's nicht. Schade. Feuer? Das ist ein Wasserwesen. Ah, verdammt. Ja, ist gut. Geht gerade nicht. Ah, das ist, wenn das Handy mittendrin klingelt und man eigentlich gerade gar keine Zeit hat. So. Ja. Heilen uns mal. Warum habe ich das jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Eis? Wie sieht's mit Eis aus? Ja, heilender Wind. Finde ich schon mal gut. Sehr schön. Und tiefer. Yeah! Wieder hier geschafft. Bis jetzt ist es noch einfach, aber dann später wird es ein bisschen komplizierter, weil die dann mehrere von diesen rotierenden Teilen hat. Dann müssen wir alle auf hier kriegen. Fausttage. Irgendwie könnte ich doch auch Pause machen. Ich weiß nicht mehr wie. Was tust du? Alter, macht eigentlich immer nur eine verdammte Attacke. Ja, wieder von hinten. Das ist gut. Wenn die Welle von hinten kommt, macht es ihm richtig viel Schaden. Cloud Limit Technik. Und hau drauf. Feuer rein. Und du darfst gleich angreifen. Jetzt kommt die Welle wahrscheinlich wieder von der anderen Seite. Ja. Von einer Seite auf die andere. Und wenn es bei uns von hinten kommt, heißt das wieder mal bei uns mehr Schaden. Oh, Feuer macht gut. Jawoll! Jawoll, 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 ja! Weg ist er. So. Level 7 mit Eris. Sehr schön. Was haben wir denn? Eine Phönixfeder. Naja, nicht prickeln, ne? Es ist zu spät. Marlene, Barrett, die Leute in den Slums. Gib die Hoffnung nie auf. Es
ist bestimmt nicht einfach, den Pfeiler zu zerstören, oder? Ja, du hast recht. Noch haben wir Zeit. So, und da werde ich mal einen ganz kurzen Schnitt machen und mal hören, was die Arbeit so von mir wollte. So, und weiter geht's. Ja, da kann ich direkt mal... alle heilen. Sieht gut aus. Sehr schön. So, was haben wir denn? Da drüben komme ich jetzt noch nicht hin, oder? Doch, da ist eine Treppe. Wird doch wohl nicht Äther sein. Nein, ein Trank. Tränke kann man auch immer gut gebrauchen. Die Viecher hier unten sind natürlich auch immer eklig. Schildkrötenwarrior. Oh. Oh. Ich dachte, die wären jetzt erledigt schon. Eins! Ach ja, die haben ja Panzer hinten drauf, natürlich. Bin ja auch dämlich. Hör mal auf, mich zu knuffen hier. Bam, bam. Die halten auch ganz schön... Also das sind jetzt kommen wir langsam in die Region, wo die Feinde ein bisschen mehr aushalten. Und ich glaube, es ist auch so, derjenige oder diejenige, die ihn dann tötet, den Gegner am Ende. Kriegt mehr EP als die anderen. Können wir ja gleich mal gucken. Weiß nicht, kriegt jetzt jeder 90? Ja. Okay, dann ist das dann wohl nicht so. So, jetzt geht's hier hoch. Da hinten liegt Materia, das ist schon mal gut. Materia ist immer gut. Eine gelbe, was ist gelb? Raub. Raub ist was Schönes, das rüste ich gleich mal aus. Da kann man sehr viele nützliche Gegenstände... Dann krieg ich die jetzt erstmal Raub. Und die kriegt noch Hitze, damit die auch einen Angriffszauber hat. Lasst uns versuchen runterzuspringen, ja, was anderes bleibt uns ja nicht übrig, nicht? Wo kommen wir raus? Da kommen wir raus. So. Wie jetzt ohne Zufallskampf hier? Ist ja auch mal was Schönes. Ach ja, jetzt sind wir hier, alles klar. Aeris, ich bin schuld, dass du in alles hineingezogen wurdest. Schick mich nicht nach Hause. Schauen wir mal. Wenn wir an den beleuchteten Zügen vorbeilaufen, müssten wir rauskommen. Jap, hast du vollkommen recht. Aber zuerst wird gespeichert.